Das war das Intro. Multiplayer, schnelles Spiel und Kriegstoben. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kilian Anka Kilker und heute dafür ganz willkommen meistens zum Live-Video auf meinem Kanal. Genau, und wenn ich mich wieder verspreche oder einen Schwanz im Mund habe, wie ganz viele in den Videos schreiben, dann liegt es einfach daran, dass ich nicht mehr gewohnt bin zu reden. Und ich war gestern weg, feiern beim Geburtstag, wie auch immer man das nennen will, und meine Stimme ist dementsprechend auch ein bisschen im Arsch. Also, aber die folgenden Ausschnitte sind alle live, nichts gefaked, und wenn ich scheiße spiele, dann tut's mir leid. Aber Leute, das Video kommt trotzdem am Sonntag, also... So, wir haben irgendeine Scheißtarnung bekommen, aber ist auch scheißegal. Wir treten jetzt mal bei, Leute, und zwar spielen wir Kriegstauben. Wer den Modus nicht kennt, das ist ja Battlefield 1 auf jeden Fall. Das ist einfach nur, da ist eine Taube, ja. Und man muss die Taube erobern und da muss man diese freilassen und die anderen müssen die Taube abschießen. Voll Tierquälerei, also wenn ihr Veganer seid, dann schaltet auch bitte einfach ab. Ja, war absolut nicht lustig. So, Leute, ich hoffe, das nimmt noch auf. Wenn nicht, wäre es echt ziemlich fail, aber ist auch erstmal egal. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir ein paar Kills machen. Oh Gott im Himmel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Sniper des Todes, ja. Das ist die Sniper, Leute. Pass auf. Okay, ich habe keine Aim. Vielleicht doch nicht so die Sniper. Okay, Leute, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich treffe einen Schwanz. Normalerweise macht die nur One-Hit. Dankeschön. Dankeschön. Kurz spannende Musik. Mission Impossible. Ich spüre es. Die Kills machen. Oder nicht. Oh, heilige. Oh, was ist das für eine Lobby, Leute? Ich wollte eigentlich quitten. Ja, wir quitten, wir können. Huh. Oh, Leute, apropos, wenn ihr noch nicht aussieht, wenn ihr noch nicht wisst, wie ich aussehe, auf dem Instagram mache ich heftige Photoshop-Manipulations, so wie die hier. Also, wenn ihr meine Kreativität oder so unterstützen wollt, dann geht einfach mal auf den Link unten und folgt mir, weil ich brauche Fame. Sonst, ich werde gemobbt und ich brauche Fame. 88, 99, ja, sehen ziemlich suchtig aus. Geil. So, wir müssen uns mal überlegen, wie wir spielen würden, okay? Hier, ich würde jetzt, wenn ich der Gegner wäre, über die Flanke gehen. Denn, Flanken ist immer gut. Und den. Easy win. Den haben wir jetzt auch noch. So. Oh Gott, war das schlecht. So, Leute, neues Game, neues Glück. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das laufen wird. Wahrscheinlich wieder so scheiße wie eben. Aber ich bin guter Dinge, Leute, weil ich bin mit einem vollen Magen zurückgekippt, bin absolut müde, aber ich muss kacken. Das hat keinen Sinn ergeben. Egal. Ja, was spielen wir denn, Leute? Das ist, was für eine Map ist denn das? Das ist die O, ja, das ist die Map. Da kann man gut mal den Sturmsoldaten spielen. Und zwar ist das der mit der MP. Der kann eigentlich nichts Besonderes, außer dass er so eine MP hat, die absolut krass im No-Scopen ist. Und die voll so ein hässliches Visier hat. Und bei meinem Aim wird das wahrscheinlich gar nichts. Aber Leute, ich bin guter Dinge. Und wir spielen bei der Vorherrschaft. Das heißt, ja, ist ja eigentlich Herrschaft, nur mit einem Vor. I am the one that wanted on Tony, the can't get respect on the streets. Boots. Den holen wir uns auch easy mit. So, Leute, ich bin gut gelaunt, Wir haben noch eine Granate. Oh. Den Doppel holen wir uns gleich mal mit. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin nämlich recht weak. Hier was gehört? Oh Gott. Oh, ich feinde der Ecke, Mann. Was geht denn bei dem ab, Alter? Ich glaube, da hackt es ein bisschen zu viel, Alter. Zu viel Hackfleisch in seinem Gesicht. Hä? Alter, was glaube ich für ein Scheiß. Ich bin ein bisschen auf Red B. Alle, die mich auf Snapchat kennen, wissen, dass ich ja Red B-süchtig bin. Was Red B ist, sage ich nicht. Müsst ihr mir auf Snapchat folgen? Ja, ich weiß, ich mache immer Werbung für Snapchat, aber... Ja, ich kann es nicht beschreiben, Leute. Schreibt es in die wenn ihr gerade echt nichts zu tun habt, schreibt mal in die Kommentare, warum Leute mich auf Snapchat adden sollen, falls man mich adden sollte. Weil die meisten wissen, dass das dann manchmal auch zur Sache geht, dass meine Storys 8 Jahre lang gehen. Acht Stunden meine ich.
komm. Ich bin so weak. Regenerier doch erstmal schneller. Danke. Und da kam er wieder hoch. Ha! Das Timing. Wir gehen jetzt zu C. Erober C. Ich bin gehypt. I am hyper, yeah. Tot. Was? Können wir das bitte mal im Replay sehen? Ich glaube, da hat jemand Hacks. Ganz viel Hackfleisch. Alter, was geht denn jetzt ab? Unser Team rastet richtig aus mit den Punkten. Wir verlieren immer gerade abgrundtief. Hashtag no Flaggen für uns. Hashtag I believe I can fly. Wir defenden C. C steht für Cock. Und das ist mein Cock und niemand fasst meinen Cock an ohne meine Erlaubnis. Oh mein Gott. Mein Cock. Der Freestyle. Oh, I am the one. Digga. Oh, das ist ein Mate von mir. Der checkt nicht, dass ich aufnehme. Das war das Intro. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wo die Motivation in Battlefield ist, Leute, ich kann es euch nicht sagen. Jeder Kill fühlt sich an wie ein einzigartiger Orgasmus. Deswegen. Ja, genau. Das war zum Beispiel gerade ein Orgasmus. Das auch. No homo. Alter, was für ein Wichser. Ey, das ist eine real life. Mika, falls du das Video siehst, ich hasse dich und deine ganze Familie. Ja, fick dich doch. Folgt mal lieber auf Instagram und like meine Bilder. Könnt ihr auch machen. Spaß. Also kein Spaß. Wenn ich noch weiter so viel Scheiße laber, ist es klar, dass ich keine Views mehr bekomme. Tot. Service da. Das war's für meine Live-Runde heute. Ich hoffe, ihr hört das ein bisschen unterhalten. Wie gesagt, ich bin ein bisschen am Arsch, weil ich gestern feiern war. Meine Stimme ist richtig rüb. Ich konnte nicht so viel rumschreien und so. Aber Leute, in einer Woche habe ich Sturmfrei. Da werden die Videos produziert mit einem etwas lauteren Pegel. Ansonsten checkt meine Social Media. Würde mich echt mega freuen. Keine Ahnung, da mit euch so in Kontakt zu stayen. Das sage ich jedes Video, aber es ist halt einfach so. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und Peace out. Und beim Like würde ich mich natürlich auch. Also beim Like, da würden hier aber die Nähte platzen. Heißt das überhaupt so? Keine Ahnung, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Ja. Die Abmoderation muss, gebt euch mal den Hund.